Hallo Ethan, du bist ja heute gut drauf. Lieferst du heute Bowlingkugeln aus? Was war das? Oh nein, Ethan. Deine Heckklappe ist gebrochen. Alle Bowlingkugeln fallen raus. Das klingt wie eine Sirene. Das ist Amber. Sie muss auf dem Weg zu einem Notfall sein. Ethans Heckklappe ist gebrochen, Amber. Und an diesen Bowlingkugeln führt kein Weg vorbei. Ihr ruft besser Supertruck. Amber muss schnell zum Krankenhaus. Und Ethan hat eine Ladung Bowlingkugeln auf der Autobahn verloren. Kannst du helfen? Das ist großartig. Auf geht's. In was wirst du dich heute verwandeln, Carl? Das sieht aus wie ein Auto aus einem Autoscooter. Wow, eine Stoßstange, die einmal um dich herum geht. Fantastisch, Supertruck. Du bist mal wieder bereit, der Retter in der Not zu sein. Auf geht's. Keine Sorge, Ethan. Supertruck ist hier. Er wird all die Kugeln aus dem Weg räumen, damit Amber vorbei kann. Ja, Amber, wir müssen uns beeilen. Geh ein bisschen zurück, Amber. Du möchtest nicht von den Kugeln getroffen werden. Folge Supertruck, Amber. Er macht einen Weg für dich frei. Jetzt kannst du deine Sirene wieder anmachen und zu deinem Notfall fahren. Bis bald, Amber. Wir räumen besser den Rest der Kugeln auch noch weg, Supertruck. Bitte schön, alles fertig. Dann wollen wir diese Kugeln mal ausliefern, Leute. Hier ist die Bowlingbahn. Wollt ihr von draußen die Kugel in die Bahn rollen?
Vielen Dank für deine Hilfe, Supertruck. Oh. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Es sieht so aus, als würde Car City eine tolle neue Stadthalle bekommen. Hier kommt bestimmt die Zufahrt und der Vorgarten hin. Hey, Jungs. Das macht ihr aber wirklich toll. Wann ist denn die große Eröffnung? Morgen? Da habt ihr aber nicht mehr viel Zeit. Wie gut, dass ihr fast fertig seid. Warte mal, was ist denn das? Das ist ein Kristall. Und wo einer ist, da sind normalerweise auch mehrere. Vielleicht solltet ihr ein bisschen tiefer graben. Ach ja, ihr müsst ja alles für die große Eröffnung fertig machen. Vielleicht kann Supertruck euch ja helfen. Hey, Carl. Das sieht nach harter Arbeit aus. Bräuchtest du einen Vorwand für eine Pause? Der Bautrupp hat einen Kristall gefunden. Und da könnten noch mehr unter der Erde sein. Aber dafür muss eine Menge Erde hin und her bewegt werden. Kannst du ihnen helfen? Vielen Dank, Carl. Du bist wirklich ein Goldstück. Zeit, das richtige Fahrzeug für die Aufgabe zu wählen. Hey, Carl. Wie wär's mit dem hier? Du hast recht. Graben ist nicht wirklich ein Problem für den Bautrupp. Aber sie wissen nicht, wo sie mit der Erde hin sollen. Der große Minenlaster sieht perfekt aus. Wow, schau dir an, wie groß diese Räder sind. Damit wird bestimmt der Kipper angehoben. Und hier kommt der Kipper. Ist der nicht riesig? Du bist wirklich ein Supertruck, ein super großer Truck. Dann gehen wir mal auf Edelsteinsuche. Da sind sie, Supertruck. Und es sieht so aus, als hätten sie schon angefangen zu graben. Truppe, ihr könnt all die Erde in Supertrucks großen Kipper laden. Und wenn ihr fertig seid, kann er alles auf einmal zurück ins Loch kippen. Schaut euch all diese Edelsteine an. Oh ja, und schaut euch dieses große Loch an.
das solltet ihr besser schnell auffüllen, damit ihr noch Zeit habt, den Garten anzulegen vor der großen Eröffnung. Wie gut, dass Supertruck da geholfen hat. Sonst hätten die Jungs dafür den ganzen Tag gebraucht. Was werdet ihr mit all diesen Edelsteinen machen? Ihr wollt die Stadthalle damit dekorieren? Das ist eine fantastische Idee. Dann kann jeder in Car City sich an ihnen erfreuen. Oh, wie nett. Der ist nur für dich, Supertruck. Als kleines Dankeschön. Viel Glück mit der Eröffnung, Bautrupp. Und bis zum nächsten Mal, Supertruck. Heute ist ein großer Tag in Car Cities Monster Truck Arena. Und es sieht so aus, als würde die Show bald beginnen. Die Veranstaltung ist sehr beliebt. Hey, da ist ja Tom in der Menge. Und da ist Marley. Er macht ein paar beeindruckende Stunts. Und das sind nur seine Aufwärmübungen. Oh nein! Marley hat einen Unfall. Und es sieht ziemlich schmerzvoll aus. Sogar für einen Monster Truck. Hoffen wir mal, er ist in Ordnung. Du hast recht, Tom. Die Show beginnt in ein paar Minuten. Das ist nicht genug Zeit, um Marley zu reparieren. Gute Idee, Tom. Vielleicht kann Carl ja seinen Platz einnehmen, während du Marley abschleppst und ihn reparierst. Aber als erstes sollten wir Supertruck rufen. Hey Carl, Marley braucht deine Hilfe. Er hat sich beim Training für die Monster Truck Show verletzt und er bittet dich jetzt, seinen Platz einzunehmen. Wirst du den geheimen Tunnel benutzen, um in deine Höhle zu kommen? Für welchen Container entscheidest du dich, Carl? Bist du bereit, eine Monster-Show abzuliefern? Großartig. Kann dieser Fahrstuhl dich direkt in die Arena bringen? Fantastisch. Supertruck ist hier, um Marleys Platz einzunehmen. Auf geht's, Supertruck! Es sieht so aus, als würde er uns jetzt seine besten Tricks zeigen. Oh, das wird wehtun bei der Landung. Wartet mal, er ist immer noch in der Luft. Er fliegt. Mann, bin ich froh, dass ihr noch rechtzeitig gekommen seid, um das Ende der Show anzusehen. Supertruck liefert hier wirklich ein tolles Ding ab.
Das war fantastisch. Kein Wunder, dass sich alle anstellen, um ein Autogramm von Supertruck zu kriegen. Sogar Marley will Supertrucks Autogramm. Aber für Supertruck ist Marley der Original-Monster-Truck hier. Und deswegen will er Marleys Unterschrift. Was für ein aufregender Tag! Supertruck hat eine großartige Show abgeliefert und Tom hat Marley ganz schnell repariert. Und jeder hat seinen Helden getroffen. Ihr seid echt die besten Jungs. Bis bald, wir sehen uns. Der Tag des großen Sommerfestes in Car City ist endlich da und die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen. Was für eine Menge Kuchen, Carrie. Da musst du ganz schön lange dran gebacken haben. Hey, Jerry. Was bereitest du für das Sommerfest vor? Du beaufsichtigst ein Rennen für die Kleinen? Cool! Das Sommerfest wird super. Kein Wunder, dass alle so aufgeregt aussehen. Da ist Katie. Sie bereitet sich wohl auf einen Drachensteig-Wettbewerb vor. Sieht so aus, als würde es nicht so gut laufen, was, Katie? Du hast Glück. Der Wind scheint zuzunehmen. Oh-oh. Es scheint stürmisch zu werden. Das ganze Fest könnte ins Wasser fallen. Guter Gedanke, Katie. Lasst uns Supertruck alarmieren. Er ist wahrscheinlich sowieso auf dem Weg hierher. Wow, was für eine Show. Karl hat das garantiert gesehen. Oh. Hey Kumpel, du musst was unternehmen. Das Sommerfest von Car City fällt ins Wasser, wenn diese Wolken nicht verschwinden. Vielen Dank, Supertruck. Zeit, eine Verkleidung auszuwählen. Mal schauen, was wir da haben. Oh. Oh, oh. Ein Bergarbeiterlastzug? Nein, das suchen wir nicht. Oh, oh. Oh. Du meinst, der Ventilator ist eine gute Idee? Aber es ist kein heißer Tag. Oh, es ist ein Windmacher. Um die Sturmwolken wegzublasen. Sehr schlau. Thank you.
aus, als könntest du sogar die Höhe des Windmachers verändern. Wow, das muss der größte Ventilator der Welt sein. Gute Idee mit dem Gitter, damit ist er sicher. Hoffen wir, dass es funktioniert. Das Sommerfest wird sonst ein großer Reinfall. Oh, Bobo! Keine Sorge, alle zusammen. Super Truck, der Windmacher, wird das Baby schon schaukeln. Oho. Tschüss, Sturmwolken. Oh nein, er ist nicht hoch genug und kommt nicht an die Wolken. Oh, 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 oh. Zum Glück hast du einen Teleskopmast. Es funktioniert. Mach weiter, Supertruck. Oh, oh, oh. Der Tag ist schon fast wieder schön. Oh, oh. Du hast es geschafft, Supertruck. Oh. Das Fest kann weitergehen. Oh, oh, oh. Schaut mal, wie toll. Alle machen weiter. Aber warte mal, was ist denn mit Katie los? Es ist kein Wind, um deinen Drachen steigen zu lassen? Naja, vielleicht kann Supertruck da ja was machen. Komm schon, fragen wir ihn einfach. Supertruck, Katie ist traurig, weil sie bei dem schönen Wetter ihren Drachen nicht steigen lassen kann. Warte kurz, Katie. Supertruck wird ein wenig Wind nur für dich machen. Jetzt kann jeder das Sommerfest von Car City genießen. Sogar Katie. Vielen Dank für alles, Supertruck.